Über die aktuelle Lage in der Ukraine möchte ich sprechen mit Dr. Sarah Pagung, Russland-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Eine große Sorge, die jetzt auch immer wieder von Präsident Zelensky betont wird und anderen Menschen in der Ukraine, ist, dass es die nächste Angriffswelle auf die Infrastruktur des Landes geben könnte. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Das ist durchaus ein sehr realistisches Szenario, auch weil wir ja sehen, dass die bisherigen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur aus russischer Sicht sehr erfolgreich sind. Viele Menschen haben keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung mehr. Und das dient natürlich dazu, die Bevölkerung mürbe zu machen und natürlich auch die militärischen Logistikfähigkeiten einzuschränken. Nach den schweren Niederlagen im Krieg gegen die Ukraine ist Russland nach britischer Einschätzung von seinem militärischen taktischen Grundkonzept abgerückt. Ist das also jetzt die neue Haupttaktik, die Infrastruktur und damit vor allem die Zivilisten ja auch zu terrorisieren? Das ist vor allen Dingen das, was bleibt, da ja Russland auf dem Boden relativ große Gebietseinbußen hinnehmen musste. Aber das ist eben auch was, und das, was der britische Geheimdienst beschreibt, ist, dass die grundsätzliche Vorgehensweise, also die Vorgehensweise in sogenannten Battalion Tactical Groups, dass das nicht mehr funktioniert, was ganz unterschiedliche Gründe hat und zum Teil eben auch in der schlechten Ausbildung, in der schlechten Ausrüstung und in der schlechten Kommunikation zwischen den einzelnen Teilen der russischen Armee. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.